Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumtolova. Gut, ciao. Nein, willkommen zu Rumtolova 2 mit den Seleukiden. Und letztes Mal, also wir sind echt winzig. Also das, was ihr gerade seht, ist alles, was wir haben. Und wir sind in Runde, also 164 vor Christus. Aber ich weiß gerade gar nicht, welche Runde. Warte mal. Ah. 109 und wir sind kleiner als am Anfang. Okay, aber das finde ich gerade gar nicht so schlimm, beziehungsweise ich finde es so spannend gerade, weil ich weiß nicht, wie wir am besten gewinnen. Also wie wir uns aus diesem Kuddelmuddel raushauen können. Ich habe gerade überlegt, also ich sende als nächstes mal den Spion oder Spionen hier hin. Weil hier gibt es Wein. Und Wein, wenn wir Wein haben, dann heule ich. Nein, dann haben wir nämlich einen Rohstoff mehr, mit dem wir handeln können. Und Glas haben wir schon, aber also Salamis ist, also Prio ist Salamis, damit wir Athen rausschmeißen. Dann haben wir eine kleine, einen kleinen wieder Sacher hier weniger und dann auf jeden Fall gleichzeitig Samosata, den würde ich dann auch relativ stark in Richtung Militär trimmen, damit er hier eine eine Garnison überhaupt da ist. Und weil hier hinzukommen ist ein bisschen komplizierter. Also ja, man kommt nicht sofort hin. Genau. Und hier sieht man nicht sehr viel. Oder da kommen die Gegner sehr schnell um die Ecke. Genau. Aber das würde unser Handel nochmal ein bisschen pushen. So, also Prio 1 Salamis, Athen rausschmeißen und hier defensiv sein. Sobald wir Salamis haben, werden wir auf Edessa mit, also um uns rum sind drei Rohstoffe, die sehr begehrt sind. Gut. Genau, letzte Runde haben wir geheiratet. Weil wir haben dadurch, dass Galatien uns angegriffen hat mit einer Fullstack-Armee, hatten wir dann ziemlich viel Geld. Weil der hat uns mit... Also ja, die haben wir vollständig vernichtet. Und das war ganz fein. Dadurch hatten wir, glaube ich, 1600 Gold. Und dann haben wir einmal geheiratet und... was noch? Jetzt kommt er wieder mit seinen Piepen, ne? Also, Rang erhöht, das ist gut. Genau, und der geht ja jetzt wieder weg. Jetzt kommen die beiden wieder. Jetzt kommen die drei. Und ich glaube, die drei werden jetzt sogar angreifen dann. Das ist gar nicht schlecht, wenn Quitri Petra angreift und einnimmt. Dann gibt es Druck auf Jerusalem. Eigentlich würde ich gerne Jerusalem haben, aber wenn er dadurch Nabatäer von mir ablenkt. Beziehungsweise dadurch würde er hier einen Schutzgürtel machen. Und dann hätte ich auf jeden Fall wie das aussieht, ne? Rot, 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 rot. Genau, dadurch hätte ich im Süden auf jeden Fall mal Sicherheit, dass da keiner kommt, weil ich muss hier die ganze Zeit pendeln mit der Armee und kann nicht wirklich gut agieren auf alle Viren. So, du, Donner, was mache ich mit dir? Ist es soweit, dass du mal hier angreifst? Willst du da angreifen?
glaube, es ist soweit. Das ist ja mit der Ehefrau. Also der muss überleben. Und das ist der mit den Elefanten. Okay. Aber. Zu euren Diensten. Wie lautet euer nächster Befehl? Ich hoffe, er flieht. Schade. Gut, also. Ich könnte es natürlich automatisch machen, dann würde ich gewinnen. Aber wir wissen, was es heißt, wenn ich mit Kavallerie automatisch angreife. Okay, was hat der? Der hat Leinpanzer, Schwertkämpfer, sehr gute Einheit. Obliten, ordentlich. Aber er hat keine Pikeniere. Das ist gut. Das Schlechte ist, er bleibt in seiner Stellung drin. Habe ich schon gespeichert? Weiß ich nicht. Das Problem ist, er bleibt in der Stellung. Warte mal, ich mache mal kurz meine Tür auf, weil es ist so heiß. Also meine Tür, also ich habe einen Balkon. Puh, so. Nebel. An sich, Nebel ist gut, weil das reduziert die Sichtweise. Das ist gar nicht so schlecht. Regen wäre natürlich auch, ja. Ich warte, ich will Regen. Ja. Weil dadurch habe ich ja die Gefahr der Brandpfeile nicht. Okay, also die Türme sind natürlich wieder das Problem schlechthin. Hier hinten. Okay, von da greift dann die Verstärkung an. Ich greife von drei Seiten an. Das Ding ist bei gepanzerte Elefanten. Wenn wir hier fertig sind. Das Ding ist bei normalen Gefechten. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Bei normalen Gefechten ist der Vorteil, dass man mit den mit der Infanterie sehr gut hier die Mauern in Brand setzen kann und dann einfach durchrushen kann, aber mit Kavallerie, klar, kann man es auch, aber das dauert so ewig und bei Regen natürlich noch mehr, oder? Ich weiß gerade gar nicht im Kopf auswendig, ob das Einfluss auf die Brennbarkeit in der Holzpfähle hat. Wäre natürlich logisch. Okay. Gut ist natürlich wirklich, dass die Elefanten so weit schießen können. Und dass er keine Pikniere hat. Weil dann wäre es schwer geworden. Ich muss halt sehr schnell die. Ich muss halt sehr schnell die, einnehmen. Warte. Der schießt schon auf mich, ne? Wie kann er das wagen? Okay. Steinschleuderer. Kannst du schon zielen? Eigentlich solltest du schon schießen können. Wow.
Sie schießen zwar weit, aber sie treffen nichts. Oh wow, einen haben sie jetzt getroffen nach einer halben Stunde. Ja, jetzt beeilt euch mal. Ja, schießen können sie schon, gut. Sehr schön. Gut, hier habe ich den Vorteil, dass hier nur... Okay, dass hier keine Infanterie ist, oder also gepanzerte Infanterie. Okay. Ach krass. Nur die können das angreifen, okay. Okay, die Kataphrakte. So, okay. Schneller. Du schießt mal hier rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gepanzerte Elefanten! Ich versuche mal einfach durchzukommen. Dieses Mal. Das ist gut. Ja nun. Das war jetzt nicht so praktisch. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach, das fällt dir jetzt auf. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Scheiß drauf. Entschuldigung. Nee, ich gehe jetzt hier einfach durch. Das hat hier keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Ich muss durchbrechen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ich muss versuchen, hier durchzubrechen und dann eben... Und dann... Ja, einfach... Ach wow, hier ist es sogar durchgebrannt. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten.
Okay, das ist gut. Wollt ihr nicht mal die... Warte, ah, warte. Ich kann ja... die reintun. Und bitte schnell. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Okay, dann hierhin. Dahin. Dahin. Schnell die... die Türme einnehmen. Most important. Ja, es hat sehr, es war sehr schmerzhaft. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Es war sehr schmerzhaft. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Knapper Sieg. Ja, wahrscheinlich die da und der Elefant. Ja, vielleicht wäre es dieses Mal automatisch besser gewesen. Aber mit Kavallerie, also mit nur Kavallerie ist das eigentlich selten so. 1500, das ist gut. Nee, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Okay, also Elefant verloren, aber dafür reichlich gewonnen. Schüsse pro Minuten, Streitwagen brauche ich nicht. Angriffsbonus, Reichweite, Versteckungsrate, Unterhalt, Moral. Erfahrungsrang. Ich mache Unterhalt weniger. Dann kostet es weniger. Ach nee. So, was mache ich hier? 1800 habe ich jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist richtig gut. Okay, also hier ist es relativ sicher. Du schnappst dir jetzt deine Beine und schnabulierst hier hin. Dann ist halt alles wieder weg, ne? Ja. Also hier Hund, ja. Ich mach das da, weil Nahrung braucht man immer und Wohlstand durch Nahrung ist gut. Und dadurch bekomme ich hier Boni für die Verstärkungsrate. Was very important ist. 300, ja komm. Mache ich einfach mal, ich weiß, das ist ein bisschen risky. Das Ganze, ah, okay, das war dumm. Ich hätte heiraten sollen. Das kostet 400. Nicht immer, aber letztes Mal hat es 400 gekostet. Und hier ist die nächste Armee. Pontos. Ja. Gut.
Na gut, dann greife ich Mazaka nächstes Mal an. Oder nicht? Ah, jetzt kommt wieder diese dämliche Agenten-Action. Die es nervt. Ich kann auch nicht wirklich was dagegen tun, weil ich habe nicht genug Geld, um meine Agentin hochleveln zu können zu einer Attentatfrau. Okay, Tochter anheuern. Handelsabkommen aufgelöst. Numidien. Umsturz. Gegnerische Schreiber. Soldaten, die bewacht haben. Okay, das ist in Ordnung. Bankrott. Schon wieder. Hä? Ich hatte. Hä? Ich hatte doch plus 600. Hat er mich. Nee, ist aufgelöst. Medien. Oh ja, okay, der hat. Schade. Wartet mich jetzt. Nee, das hat er mir keine 800 eingebracht. Wie bist du eigentlich aufgestellt? Weisheit, schwach. Damit ihr mich mit klaren Petri? Mein Herr heißt euch und euer edles Volk aufs Herzlichste. Seid willkommen. Lasst uns reden und guten römischen Wein genießen, wenn wir uns geeinigt haben. Natürlich. Ich gebe zu, ihr habt wohl. Ich könnte bei meiner Ehre nicht zurückkehren, nachdem ich ein solches Angebot. Ihr vertretet eure Angelegenheit gut. Doch bin ich nicht ganz überzeugt. Ja, bei allem Respekt, ich muss ablehnen. Bei allem Respekt. Okay. Soll ich die Armeen zusammenziehen? Das Ding ist halt, ich habe jetzt minus 200 wieder und das heißt, meine Armeen werden jetzt nicht mehr geheilt. Okay, der hat Fernkampf, aber der hat keinen Fernkampf. Minus 1. Soll ich versuchen, Jerusalem anzunehmen? Ich gehe mal hier hin. Weil ich will versuchen, die zu töten. Wenn die noch weiter weggehen, dann ist es in Ordnung, weil dann können die nicht innerhalb von einer Runde hier in Palmyra eingreifen und dann kann ich vielleicht Dura und vielleicht ein bisschen mich wieder breiter aufstellen. Das Ding ist, die heilen sich jetzt natürlich nicht, weil ich bankrott bin. Das ist doch grottig. 300. Dann hat sie ja wirklich 600 gegeben. Ja, das kommt noch dazu. Das Eisen. Okay, ja. Ich habe kein Eisen mehr. Okay, gut. Aber das, ja. Fortschritt, Rückschritt. Also ich mache einen Schritt vor und zwei Schritte zurück irgendwie. Naja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Mal schauen, wie lange ich noch aushalten kann. Aber das sage ich, glaube ich, schon seit 10 Runden, oder? 10 Folgen? Keine Ahnung. Es zieht sich auf jeden Fall. Aber ich hoffe, es ist nicht langweilig. Also, ja, wie gesagt, es ist wahrscheinlich spannender, wenn man immer größer wird. Aber so eingekesselt zu werden, ist, finde ich, zum Spielen, es ist sehr viel schwerer, ja. Und komplizierter, auf jeden Fall strategisch komplizierter. Aber es ist spannender, finde ich. Also für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Wenn es für euch langweilig ist, könnt ihr es gerne sagen. Dann kann ich ja nochmal neu starten oder nochmal probieren, irgendwas anderes zu machen. Oder es so lange zu spielen, bis ich sage, okay, von jetzt an geht's aufwärts. Das können wir sehr gerne so, auch so machen, dass ich das quasi dann skippe. Gut, dann auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.